Die UNO wurde von 3 bis 4 Ländern zur Bekämpfung des Deutschen Reichs gegründet. Keiner von uns war damals dabei. Dies geschah in der Abwesenheit von 165 Ländern. Ein Verhältnis von 1 zu 8. Beziehungsweise einer war anwesend, 8 waren abwesend. Hier ist eine Kopie dieser Gründungsurkunde. Wenn man diese Urkunde liest, stellt man fest, dass die Einführung sehr unterschiedlich zu den Artikeln ist. Wie kamen sie zustande? Alle Anwesenden der San Francisco-Konferenz in 1945 schrieben die Einführung, die Verfassung der Artikel und internen Regeln wurden an Experten, Spezialisten von Ländern des Sicherheitsrates überlassen. Dies waren dieselben Länder, die sich gegen Deutschland verbündet hatten. Die Einführung ist attraktiv und niemand hat Einwände dagegen. Die darauf folgenden Artikel jedoch widersprechen der Einführung grundsätzlich. Wir weisen diese Artikel zurück und werden sie nie befürworten. Nein, wir sind nicht gleichberechtigt. Die Einführung sagt wörtlich, dass alle Länder, groß oder klein, gleichberechtigt sind. Haben wir das Vetorecht? Sind wir gleichberechtigt? Die Einführung sagt, dass wir die gleichen Rechte haben, egal ob groß oder klein. Das ist, was die Einführung sagt und was vereinbart wurde. Somit widerspricht das Vetorecht und die permanenten Sitze dem Sinn der Gründungsurkunde. Wir akzeptieren die Anerkennung, das Vetorecht nicht. Die Einleitung der Urkunde sagt, dass keine Streitkräfte eingesetzt werden dürfen, mit der Ausnahme für das gemeinsame Wohl. So steht es in der Einleitung, die wir unterschrieben haben, und wir sind der UNO beigetreten, um das zu unterstützen. Es sagt, dass Streitkräfte nur im Sinne des gemeinsamen Wohles aller Länder eingesetzt werden dürfen. Aber was ist seither geschehen? 65 Kriege sind seit der Gründung der UNO und des Sicherheitsrates ausgebrochen. 65 Kriege mit Millionen mehr Opfer als im Zweiten Weltkrieg. Sind diese Kriege im Sinne des gemeinsamen Wohles? Nein, sie waren im Interesse von ein paar Ländern und nicht im Interesse des gemeinsamen Wohles. Trotzdem haben 65 Kriege stattgefunden, ohne jegliches Handeln der UNO, um sie zu verhindern. 8 große, erbitterte Kriege mit mehr als 2 Millionen Opfern sind von Vetorechtmitgliedern geführt worden. Diese Länder machen uns vor, sie würden die Souveränität von Ländern verteidigen und in Wirklichkeit unterdrücken sie deren Leute. Obwohl wir gerne glauben würden, dass diese Länder im Sinne von Frieden und Weltsicherheit handeln, haben sie zu Kriegsführung und unfriedlichen Mitteln gegriffen. Im Genuss ihres Vetorechtes, das sie sich selber als permanente Mitglieder des Sicherheitsrates gewährt haben. Der Sicherheitsrat sollte von jetzt an aus Staatsgemeinschaften bestehen. Somit werden wir Gerechtigkeit und Demokratie genießen und der Sicherheitsrat wird nicht mehr prinzipiell aus Ländern bestehen, die Atomwaffen besitzen, sondern große Wirtschaftszentren sind oder über Spitzentechnologie verfügen. Dies ist Terrorismus. Wir können den Sicherheitsrat nicht den Supermächten überlassen. Das wäre auch eine Form von Terrorismus. Wenn wir eine vereinte, friedliche und sichere Welt haben wollen, sollten wir dementsprechend vorgehen oder wir verbleiben in der Welt, die vom Krieg bestimmt ist. Das hängt von euch ab. Wir werden weitere Konflikte und Kriege haben bis zum jüngsten Tag oder bis zum Ende der Welt. Alle Sicherheitsratmitglieder sollten das Vetorecht haben. Ansonsten sollte man das ganze Vetorecht-Konzept in der Bildung des neuen Rates einfach eliminieren. Das wäre dann ein echter Sicherheitsrat, dem neuen Vorschlag zufolge, das der Generalversammlung vorgelegt wurde, würde man einen Ratsvorstand schaffen, das der Generalversammlung unterliegt, welche die echte Entscheidungskraft hat.
Wenn man das Vetorecht den permanenten Sicherheitsratmitgliedern gibt, die sowieso die Macht haben, ist dies eine Ungerechtigkeit und ein Terrorismus und wir sollten es nicht dulden. Wir sollten nicht im Schatten solcher Ungerechtigkeiten leben. Die Supermächte haben komplizierte globale Interessen und sie benutzen das Vetorecht, um diese Ziele zu verteidigen. Im Sicherheitsrat zum Beispiel benutzen sie die Macht der UNO, um die dritte Welt einzuschüchtern und zu terrorisieren und verdammen sie zu einer Existenz des Terrors. Seit seiner Gründung in 1945 hat der Sicherheitsrat es versagt, Sicherheit zu gewährleisten. Im Gegenteil, es hat Terror und Sanktionen hervorgebracht. Es wird nur gegen uns benutzt. Aus diesem Grunde sehen wir uns nach dieser Rede zum 40. Jahrestag nicht mehr verpflichtet, die Resolutionen des Sicherheitsrates anzuerkennen. 65 Kriege, entweder kleine Länder, die sich gegenseitig bekämpfen, oder Kriege der Supermächte, die gegen uns geführt wurden. Der Sicherheitsrat mit eindeutigem Verstoß gegen das Mandat der UNO hat es versäumt, einzuschreiten. Die Internationale Atomenergiebehörde, IAEA, ist eine wichtige Einheit innerhalb der UNO. Mächtige Länder jedoch sind ihr oder ihrer Gerichtsbarkeit nicht unterstellt. Herr Draghi, der Präsident der Generalversammlung, sollte mit dem Direktor der IAEA, Herr El-Baradei, sprechen und ihn fragen, ob er bereit ist, die Nuklearenergielager und verdächtige Aufstockungen auf der ganzen Welt zu überprüfen. Wenn er zustimmt, dann anerkennen wir die Gerichtsbarkeit seiner Organisation an. Wenn er aber sagt, dass er gewisse Länder, die Atomenergie haben, nicht seiner Gerichtsbarkeit unterstellt sind, dann sollten wir die Organisation schließen und ihre Richtlinien nicht befolgen. Zur Zeit der libyschen Atombombenkrise sprach ich mit Herrn El-Baradei. Ich frage ihn, ob die Atomreduktionsabkommen der Supermächte der IAEA Aufsicht unterlagen. Er sagt, dass er nicht die Autorität hätte, die Supermächte zu überprüfen. Dann kontrollieren die IAEA wirklich nur uns. In diesem Fall ist sie als internationale Organisation nicht gerechtfertigt, da sie selektiv vorgeht, genauso wie der Sicherheitsrat und der Internationale Gerichtshof. Dies widerspricht dem Sinne der UNO und wir lehnen diese Situation ab. Das Thema der Kompensation für Länder, die kolonisiert wurden, sollte auch vor der Generalversammlung zur Wahl kommen. Somit könnte man gegen der erneuten Kolonisation eines Kontinentes seine Ausbeutung und Unterwerfung vorbeugen. Wieso gehen Afrikaner nach Europa? Wieso ziehen Asiaten nach Europa? Wieso kommen Lateinamerikaner nach Europa? Weil Europa diese Bevölkerung kolonisiert hat und deren Rohstoffe und Arbeitskräfte gestohlen hat. Das Erdöl, Mineralien, Uranium, Gold, Diamanten, Früchte, Gemüse, Vieh und Leute. Nun macht sich eine neue Generation von Afrikaner, Asiaten und Lateinamerikaner auf, um diesen verlorenen Reichtum zurückzugewinnen. Afrika hat Anspruch auf 777 Milliarden Dollar als Kompensation der kolonisierenden Länder. Afrika wird auf diesem Betrag bestehen und falls er ihnen nicht gegeben wird, werden Afrikaner dorthin gehen, wo diese Reichtümer hingebracht worden sind. Sie haben das Recht, diesen Reichtum zu folgen und ihn zurückzubringen. Wir befassen uns jetzt mit den Vorschlägen, die zur Abstimmung eingereicht wurden. Wir stehen kurz davor, die UNO vor Gericht zu stellen. Die alte UNO wird verschwinden und seine neue UNO wird auftauchen. Dies ist keine normale Versammlung. Sogar unser Bruder Obama sagt, dass dies kein gewöhnliches Treffen ist.
Es ist ein historisches Treffen. Die Kriege, die in der Gründung der UNO stattfinden, wie kamen sie zustande? Wo war der Sicherheitsrat? Das UNO-Mandat, die UNO. Das müsste untersucht werden und legale Konsequenzen haben. Wie kamen Massaker zustande? Man könnte mit dem Koreakrieg anfangen, weil er nach der Gründung der UNO stattgefunden hat. Wie konnte ein Krieg ausbrechen und Millionen von Opfern fordern? Atomwaffen hätten benutzt werden können. Die Verantwortlichen für diesen Krieg müssten zur Rechenschaft gezogen werden und sollten Kompensationen zahlen. Dann kommt 1956 der Krieg im Suezkanal. Diese Akte sollte man wieder öffnen. Drei Länder mit permanentem Sitz im Sicherheitsrat und Vetorecht haben einen UNO-Mitgliedstaat angegriffen. Ägypten, ein unabhängiges Land, wurde angegriffen und seine Armee vernichtet. Tausende von Ägyptern verloren ihr Leben, viele Städte wurden zerstört und das alles, weil Ägypten den Suezkanal verstaatlichen wollte. Wie konnte so etwas passieren unter den Augen der UNO? Wie kann man davon ausgehen, dass so etwas nicht wieder passieren wird, wenn keine Wiedergutmachung fällig wurden? Das waren gefährliche Ereignisse und Akten über den Koreakrieg und den Suezkanal sollten wieder geöffnet werden. Dann kommt der Vietnamkrieg. 3 Millionen Menschen verloren ihr Leben. Während 12 Tagen wurden mehr Bomben abgeworfen als während 4 Jahren des Zweiten Weltkrieges. Es war ein erbitterter Krieg und er fand nach der Gründung der UNO statt, wo beschlossen wurde, dass keine Kriege mehr stattfinden würden. Die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel. Wir können nicht schweigen. Wie könnten wir uns da sicher fühlen? Wie können wir tatenlos beistehen? Es geht um die Zukunft der Welt und wir in der Generalversammlung der UNO müssen uns dafür einsetzen, dass solche Kriege sich nicht wiederholen. Dann wurde Panama angegriffen, obwohl es ein unabhängiger Staat der UNO war. 4000 Menschen verloren ihr Leben und der Präsident dieses Landes wurde gefangen genommen und ins Gefängnis gesteckt. Noriega sollte befreit werden. Diese Akte sollte geöffnet werden. Wie können wir ein Land, das UNO-Mitglied ist, befugen, ein anderes anzugreifen und dessen Präsidenten gefangen zu nehmen und wie einen Kriminellen einzusperren? Wer kann sowas akzeptieren? Es könnte sich wiederholen. Wir sollten nicht schweigen. Wir sollten ein Verfahren einleiten. Jedes UNO-Mitglied könnte sich in diese Situation befinden, besonders wenn die Aggressionen von einem Mitgliedstaat kommt, der einen permanenten Sitz im Sicherheitsrat hat. Dann kam der Krieg in Grenada. Das Land wurde trotzdem, es ein UNO-Mitglied ist, besetzt. Es wurde von 5000 Kriegsschiffen, 7000 Soldaten und unzählige Flugzeugen angegriffen, obwohl es das kleinste Land der Welt ist. Dies geschah nach der Schaffung der UNO, des Sicherheitsrates und des Vetorechts. Der Präsident von Grenada, Herr Maurice Bishop, wurde ermordet. Wie konnte dies geschehen und dies ungestraft bleiben? Es ist eine Tragödie. Wie können wir garantieren, dass die UNO gut ist, dass ein bestimmtes Land gut ist, dass wir eine sichere Zukunft haben mögen? Können wir dem Sicherheitsrat vertrauen? Können wir der UNO vertrauen? Wir sollten das Bomben von Somalia untersuchen. Somalia ist ein Mitglied der UNO. Es ist ein unabhängiges Land unter der Herrschaft von Aidid. Wir sollten eine Untersuchung. Warum geschah es? Wer hat es erlaubt? Wer hat das grüne Licht zum Angreifen gegeben? Dann ging es um das ehemalige Jugoslawien. Niemand war friedsamer als Jugoslawien, nachdem es Schritt für Schritt seit Hitlers Zerstörung wieder aufgebaut wurde. Tito fügte dies friedfertige Land zusammen, Stück für Stück,
Und dann kamen wir und haben es aus imperialistischen Gründen auseinandergerissen. Gleich wie Hitler. Wie können wir dazu keine Stellung nehmen? Warum können wir nie zufrieden sein? Wird ein friedfertiges Land wie Jugoslawien eine solche Tragödie ausgesetzt, sollte die Generalversammlung eine Untersuchung einleiten, um herauszufinden, wer vor dem Internationalen Gerichtshof gebracht werden sollte. Dann kommt der Krieg im Irak, das größte aller Unheile. Die UNO sollte das auch untersuchen. Die von Mr. Dricke geführte Generalversammlung sollte das auch untersuchen. Die Besetzung von Irak war auch ein Verstoß gegen das Mandat der UNO. Es wurde ohne Rechtfertigung von UNO-Sicherheitsmitgliedern mit permanenten Sitz ausgeführt. Der Irak ist ein unabhängiges Land und ein Mitglied der UNO-Generalversammlung. Wie konnten diese Länder den Irak angreifen? Wie in der UNO-Verfassung festgelegt ist, hätte die UNO-Mitglieder eingreifen müssen, um den Angriff zu stoppen. Wir setzten uns damals ein, um den Krieg zu stoppen. Wir waren gegen die Invasion des Kuwaits und die arabischen Staaten kämpften zusammen mit ausländischen Mächten gegen den Irak im Namen der UNO. Das erste Mal wurde das UNO-Mandat respektiert. Als wir im zweiten Irakkrieg versuchten, durch die UNO den Krieg zu verhindern, wurde dies ignoriert. Warum ist das geschehen? Herr Dricke und die Generalversammlung sollte untersuchen, ob die Invasion des Iraks überhaupt gerechtfertigt war. Denn die Gründe für diesen Angriff sind nach wie vor rätselhaft und ungeklärt. Das Gleiche könnte uns auch blühen. Warum wurde der Irak besetzt? Die Invasion war ein gravierender Verstoß gegen das UNO-Mandat und sie war grundlegend ungerechtfertigt. Es war ein Massaker, ein Genozid. Mehr als 1,5 Millionen Menschen kamen ums Leben. Wir werden uns dafür einsetzen, dass der Irak-Fall vor dem Internationalen Kriminellen Gericht kommt, ICC, und wir wollen die Verantwortlichen dieser Massenmorde vor Gericht sehen. Es ist einfach, Charles Taylor, Bashir oder Noriega zu verurteilen, das ist schnell gemacht, aber diejenigen, die Massenmorde gegen den Irak verübt haben, die können nicht vor dem internationalen Gericht kommen. Wenn dieses Gericht uns nicht anhören kann, dann sollten wir es nicht respektieren. Entweder ist es für alle da oder wir sollten es nicht anerkennen. Jeder, der Kriegsverbrechen begeht, kann vor diesem internationalen Gericht kommen. Wir sind aber kein Vieh, das man einfach schlachten kann. Wir haben das Recht zu leben und wir sind bereit, uns zu verteidigen. Wir haben das Recht, in Würde auf diesem Planeten zu leben. Es gibt noch mehr Probleme. Warum können irakische Kriegsgefangene zum Tode verurteilt werden? Als der Irak besetzt wurde und dessen Präsident gefangen genommen wurde, war er ein Kriegsgefangener. Er hätte nicht verurteilt und gehängt werden sollen. Als der Krieg vorüber war, hätte er befreit werden sollen. Wir wollen wissen, warum ein Kriegsgefangener vor Gericht kam. Wer hat den Präsidenten des Iraks zum Tode verurteilt? Gibt es Antworten dafür? Wir wissen den Namen des Richters, der ihn verurteilt hat. Wir wissen auch, wer die Schlinge um seinen Kopf gelegt hat, obwohl eine Maske getragen wurde. Wir konnten dies
in einem zivilisierten Land, wie konnte dies in einem zivilisierten Land geschehen? Es waren Kriegsgefangene und in zivilisierten Ländern unter internationalem Recht. Wie konnte ein Präsident und Minister zum Tode verurteilt werden? Diejenigen, die sie verurteilt haben, sind das Anwälte oder Mitglieder eines Rechtssystems. Die Gerüchte sagen, dass die Gesichter unter jenen Masken die Gesichter der Präsidenten der USA und Großbritanniens sind. Sie haben den Präsidenten des Iraks zum Tode verurteilt. Mein dritter Punkt in Bezug auf den Irakkrieg bezieht sich auf Abu Ghraib. Das war eine Schande für die Menschheit. Ich weiß, dass die USA diesen Fall untersuchen wird. Die UNO sollte es auch tun. Die Generalversammlung sollte dies untersuchen. Kriegsgefangene in Abu Ghraib wurden gefoltert, Hunde wurden auf sie gehetzt, Männer wurden vergewaltigt. Das ist beispiellos in der Geschichte der Kriege. Es waren Vergewaltigungen, Sünden, die nie zuvor von Invasoren begangen wurden. Kriegsgefangene sind Soldaten und sie wurden im Gefängnis eines permanenten Mitglieds des Sicherheitsrates vergewaltigt. Das verstößt gegen unsere Zivilisation in der Menschheit. Wir dürfen nicht schweigen. Wir sollten die Fakten wissen. Bis heute verbleiben 250 Millionen gefangene Männer und Frauen in Abu Ghraib. Sie werden misshandelt, verfolgt und vergewaltigt. Dies muss untersucht werden. Den Afghanistan-Krieg muss auch untersucht werden. Wieso sind wir gegen die Talibanen? Wieso sind wir gegen Afghanistan? Wer sind die Talibanen? Wenn die Talibanen einen religiösen Staat wollen, so sei es. Der Vatikan zum Beispiel. Sind wir von ihm bedroht? Nein. Es ist ein religiöser und ein friedlicher Staat. Wenn die Taliban ein islamisches Emirat schaffen wollen, wer sagt, dass sie dann Feinde sind? Ist Bin Laden ein Taliban oder ein Afghane? Nein. Er ist weder Taliban noch Afghane. Waren die Terroristen, die New York angriffen, Talibaner oder Afghanen? Nein. Dann, was war der Grund für die Kriege gegen Afghanistan oder Irak? Die letzte Akte ist über Massaker. In Sabra und Satilla Massaker wurden 3000 Menschen getötet. Dieses Gebiet, das unter dem Schutz der israelischen Armee stand, war Schauplatz eines katastrophalen Massakers, in dem 3000 palästinensische Männer, Frauen und Kinder ermordet wurden. Wie können wir schweigen? Der Libanon und ein souveräner UNO-Mitgliedstaat wurde besetzt. Sabra und Satilla waren unter der Kontrolle der israelischen Armee und dann fand das Massaker statt. Dann war 2008 das Massaker von Gaza, in dem 1000 Frauen und 2200 Kinder getötet wurden. 60 UNO-Einrichtungen und 30 Nichtregierungsorganisationen, NRO, wurden beschädigt. 50 Kliniken wurden zerstört, 40 Ärzte und Krankenschwestern fanden den Tod während der Ausübung ihrer humanitären Arbeit. Alles das geschah im Dezember von 2008. Die Täter sind noch alle am Leben und sie sollten vor dem Internationalen Kriminalgericht gestellt werden, ICC. Sollten wir nur die Benachteiligten, die schwachen Armen der dritten Welt vor Gericht stellen und nicht wichtige beschützte Persönlichkeiten? Unter internationalem Recht sollten sie alle für die begangenen Gräueltaten vor Gericht gestellt werden. Ansonsten wird die Autorität des Internationalen Kriminalgerichtes nie anerkannt werden. Wenn die Entscheidungen des ICC nicht angewandt werden, die Generalversammlung und der Sicherheitsrat nichts bedeuten
und die internationale Atomenergiebehörde nur gewissen Ländern und Organisationen nutzt, dann welche Funktion hat die UNO? Es würde bedeuten, dass die UNO unbedeutend ist. Wo ist sie? Es gibt keine UNO. Wir sprechen vom Phänomen der Piraterie auf hoher See in Somalia als eine Form von Terrorismus. Somalis sind keine Piraten. Wir sind die Piraten. Wir haben uns widerrechtlich ihre Hoheitsgebiete, Fischbestände und Reichtümer bemächtigt. Libyen, Indien, Japan und die USA, alle Länder der Welt sind Piraten. Wir alle sind in die Hoheitsgewässer und Wirtschaftsgebiete Somaliens eingedrungen und haben gestohlen. Die Somalis beschützen ihren Fischbestand, ihre Nahrungsquellen. Sie haben zur Piraterie gegriffen, um die Nahrung für ihre Kinder zu verteidigen. Nun versuchen wir, das Problem auf dem falschen Weg zu lösen. Sollten wir Kriegsschiffe nach Somalien senden? Wir sollten Kriegsschiffe zu den Piraten senden, die die Wirtschaftsgebiete, Reichtümer und Nahrung der somalischen Kinder beschlagnahmt haben? Ich habe die Piraten getroffen und ihnen gesagt, ich würde ein Abkommen zwischen ihnen unter der internationalen Gemeinschaft aushandeln, das die 200 Meilen Exklusivwirtschaftszone des internationalen Fischereiabkommens respektiert, das die somalischen Meeresrohstoffe beschützt und es ausdrücklich verbietet, dass Länder ihre giftigen Abfälle vor der somalischen Küste loswerden. Als Gegenzug würden die Somalis keine Schiffe mehr angreifen. Wir werden dieses internationale Abkommen der Generalversammlung vorschlagen. Dies wäre eine Lösung des Problems, nicht die Entsendung von mehr Kriegsschiffen, um die Somalis zu bekämpfen. Kapitalistische Unternehmen produzieren Viren, sodass sie dann die Impfstoffe und Medikamente dafür verkaufen können. Das ist eine Schande und unethisch. Impfstoffe und Medikamente sollten nicht verkauft werden. In meinem grünen Buch steht, dass Medikamente nicht verkauft oder gehandelt werden sollten. Medikamente sollten gratis sein und Impfstoffe kostenlos an Kinder vergeben werden. Kapitalistische Unternehmen jedoch sollten die Viren und Impfstoffe her und wollen sie mit Gewinn verkaufen. Warum sind sie nicht gratis? Wir sollten sie kostenlos verteilen und nicht verkaufen. Die ganze Welt sollte sich dafür einsetzen, Impfstoffe und Medikamente herzustellen und sie kostenlos an Frauen und Kinder zu verteilen, ohne Profit. All diese Punkte sind auf der Tagesordnung der Generalversammlung. Taten sollten folgen. Ganz kurz, Kaschmir sollte ein unabhängiger Staat sein. Weder indisch noch Pakistani. Dieser Konflikt muss zu einem Ende kommen. Kaschmir sollte ein Pufferstaat zwischen Indien und Pakistan sein. In Bezug zu Darfur hoffe ich, dass die Hilfe von internationalen Organisationen für Entwicklungsprojekte wie Landwirtschaft, Industrie und Bewässerung benutzt werden kann. Ihr seid für die jetzige Krise verantwortlich. Ihr habt dafür ins Rampenlicht gezerrt und geopfert, damit ihr euch in seine internen Angelegenheiten einmischen könnt. Ihr habt das Hariri-Problem in ein UNO-Problem verwandelt. Ihr seid die Händler seiner Leiche. Ihr wollt es bloß Syrien heimzahlen. Der Libanon ist ein unabhängiger Staat. Es hat Gesetze, Gerichte, Richter und Polizei. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt geht es nicht mehr darum, die Täter zu fassen, um Hariri Genugtuung zu leisten, sondern vielmehr darum, es Syrien heimzuzahlen. Die Kali, Al-Wazir, Lumbumba, Kennedy und Hamas-Fälle hätten auch an die UNO weitergeleitet werden sollen, wenn der Hariri-Fall so viel Aufmerksamkeit verdient. Die Generalversammlung ist jetzt unter libyscher Führung. Das ist unser Recht.
Libyen würde es begrüßen, wenn ihr alle den Übergang von einer Welt voller Schwierigkeiten und Spannung zu einer Welt der Menschheit, des Friedens und Toleranz ermöglichen würdet. Ich werde dieses Anliegen persönlich der Generalversammlung, Präsident Trecki und dem Generalsekretär unterbreiten. Wir werden nicht kleinlich sein, wenn es um das Schicksal der Menschheit, dem Kampf der dritten Welt und der 100 kleinen Länder geht, um eine anhaltende friedliche Existenz zu schaffen. So, I mean, that is the land of unconfirmed reports. Yes, we came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No, I'm sure it did.